Ja, hallo, liebe Schönrestaurateur-Community. Liebe Silvia, vielen Dank für die Nominierung von What's in the Fridge Challenge, die ich natürlich gerne annehme. Mein Name ist Machreich Uwe vom Wirtshaus Triad in Bad Schönau, Niederösterreich. Und ja, meine Wohnung oben ist ein bisschen in eine Baustelle. Deswegen bin ich in der Küche herunten, in der Wirtshausküche. Wir sind 26 Tage schon in Quarantäne, deswegen ist der Fridge sehr leer. Das Einzige, was ich habe, ist der Schweineschmalz, was immer da ist. Dann habe ich da einen Senfkaviar und ein Bärlauchpesto. Und so ein geröstetes Bärlauchpesto mit Haselnüsse. Schmeckt nicht so, ist nicht so intensiv scharf. Und mehr habe ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt kurz in unseren Triadgarten und holen sie einfach ein bisschen Spargel. Naja, wie ihr seht, bei mir ist schon ein bisschen Spargel da. Da ist er schon ein bisschen kleiner. Unsere Pflanzen hat ca. 30 Stück. Den stechen wir einfach raus. Und dann werden wir den braten. So, da haben wir nachher noch im Garten so ein bisschen Wasabi-Kraut. Das ist vom voriges Jahr. Mit dem machen wir sich ein bisschen einen Salat. Da meine Tulpen kommen auch schon langsam. Was es wird. In der Küche rein, Spargel. Deswegen habe ich natürlich gewaschen und schon geschnitten. Den kann man jetzt einfach nur schälen. Währenddessen geben wir schon ein bisschen Schweineschmalz in die Pfanne, braucht man nicht sparen. Dann habe ich da ein bisschen Knoblauch, den drücken wir einfach noch an, geben ihn dazu und rösten den Spargel einfach schön in Schweinschmalz. Ja. Und mein Wasabi-Kraut habe ich auch schon gewaschen und gezupft. Ja, da schaut es, der Spargel ist schon schön anbraten jetzt. Ja. Und den Salat einfach ein bisschen marinieren. Da braucht es nicht viel, weil der eh schön scharf ist. Ein bisschen salzen da mal. Da können wir schon richten. Und dann Senfkaviar. Und unser Bärlauchpesto. Und naja, Pepperknolle, genau, die habe ich noch vergessen. Die habe ich nämlich auch noch gehabt. Habe ich gleich vergessen wie die Schweizer. Geht es ja. Mein Spargel mit Wasabi-Salat und Pelperknolle. Und nominieren möchte ich gern eines der Gründungsmitglieder von Österreich, und zwar die Uli Hollerer aus dem Gasthaus Blumentritt, und einen Freund, den ich in Oberdauern auch kennengelernt habe, und zwar in Rudi Stefan aus Kroatien vom Restaurant Pellegrini aus Šibenik. Vielen Dank und viel Spaß!